Dieses Foto, Confiscated, ist halt Teil von einer Serie, die heißt Crimes, die ich fotografiert habe in einem Lagerhaus, was von der amerikanischen Regierung geführt wird. Wo alles, was illegal eingeführt wird ins Land, Amerika und auch Südamerika, und beschlagnahmt wird, wird halt dort in dieses Lagerhaus gebracht. Und in diesem Lagerhaus sind 1,5 Millionen Teile von Tieren, Tierprodukte. Und was ich in diesem Jahr auch sehr spannend fand, dass es zwei Gesamtsieger gibt. Es ist halt jetzt kein geteilter Preis, sondern tatsächlich zwei Gesamtsieger. Und die beiden Bilder passen für mich wirklich total gut zusammen, weil in dem einen Bild sieht man halt so die absolute Schönheit der Natur und in dem anderen Bild sieht man die absolute Grausamkeit der Menschheit.